Das ist mir übrigens noch nie passiert. Das jetzt von gerade eben, ne? Noch nie. Cello, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren CSGO-Cheater-Experiment-Tag. Und zwar Tag 6 ist es, glaube ich. Ja, nach wie vor neuer Steam-Account, kein Prime und so weiter und so fort. Heute habe ich mir gedacht, wir testen einfach mal diese spezielleren Maps, sage ich mal, oder beziehungsweise sehr gut auf Office wird ja doch eher auch mal Cheaterei gecallt, aber man sagt ja, das 2, komplette Hacker-Map, Mirage, komplette Hacker-Map, aber wie sieht es halt zum Beispiel mit Vertigo aus oder Anubis? Agency werde ich jetzt auch mit reinmachen, Office, also bei Office habe ich schon oft genug gehört, komplett verhackt. Deswegen, nur um das mal zu testen, werde ich Office erstmal rauslassen und nur diese 3 Maps testen, von denen ich zumindest jetzt noch nicht gehört habe, dass sie komplett verhackt sein sollen oder dass Hacker halt gerne auf diesen Maps spielen. Denn Hacker sind ja meist auch unerfahrene Spieler und spielen eben auch auf Maps, die man halt dann so kennt als Dödel. Und das ist halt meistens das 2 oder Mirage, ne? Aber Anubis! Kennt doch keine Sau. Los geht's. 4 bis 6 Wochen später. Also. Und während die Map lädt, hauen wir noch den Gewinner des letzten Videos raus, also von Tag 5. Da habe ich ja gesagt, hasseln wir mal wieder einen Skin raus. Get YouTube Comments und dann hier auf Start. Los geht's. Hier wird der Gewinner gezogen. Wir müssen nur noch schauen, ob er auch wirklich das geschrieben hat, worum es eben ging, um mitmachen zu können. Hat er? Frau Kenobi. So, du bist es, Mademoiselle. Ich finde Gegenhacken scheiße, weil es unfair für alle ist, da man den Teammates des Gegnerteams genauso den Spaß verdirbt wie der andere Hacker deinem Team. Genau. Schreib du mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Natürlich mit diesem YouTube-Account, mit dem du da auch, ne, eben geschrieben hast. Ich werde mir die URL aufschreiben. Und dann werde ich dich um deinen Trade-Link bitten, dann schickst du mir den einfach und schon geht's los. Ich bin gespannt, ob jetzt hier, ein schönes Spiel überhaupt starten wird, ja, weil wenn jetzt nicht alle reinjoinen, dann fangen wir nochmal von vorne an, ne? Das wird Vaskau natürlich sehr gut gefallen, dass wir jetzt ja Agency spielen, klar. Gut, der eine schreibt schon Russisch, das freut mich natürlich sehr. Lalalalader! Aber komm, gehen wir ran, GLHF, der eine schreibt sogar ein Herz hin, das ist auch schön. Gut, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Agency spielt, ich glaube, ich hätte öfter mit Vaskau spielen sollen. Mal gucken. Das sind 2, komm runter. Later. Fahr mal da. Genascht. Da ist er, der Lurch. Habe ich ihm was gegeben? Die Granate war ja krass. Unter ihm ist jemand. Ich hoffe, er hört ihn. Und es coming from behind, Green. Alle hier. So, einfach mal ansagen, weißt du, schon mal ein bisschen anbandeln mit denen und vor allem Englisch sprechen, dass sie einfach wissen, da wird Englisch gesprochen, ne? Nicht irgendwie was anderes. Oh, oh. Ich glaube, die erste Runde gehört schon uns, könnte es sein? Oder wartet hier jetzt einer? Kusche, kusche. Nice, dude. Okay, ja. Man könnte direkt ein bisschen dein Aim angucken. Oh, ja. Alter, hol ich mir die krasse M4 an, ey. Da ist ein Gameboy mit drin, Meier. Hab ich dir weggemacht, Edward. Beruhig dich. Kannst die Hexe auslassen. Ich schmeiß dann. Da ist die Geisel. Ist aber teuer. Oh, nee. Nicht kommen. Jetzt kommen wir nicht so mit deinem komischen Gelaber. Habe ich darüber nicht sogar mal einen Podcast gemacht, von wegen, warum man Englisch sprechen sollte im Gaming? Nee, habe ich nicht, ne? Ich habe über die Zeit so viele Sachen vorbereitet. Oh, Grün hat es aber eben im Laufen einen ziemlichen Header gedrückt hier, der Simu Dödelbödel. Also ich meine, mein Schuss war auch nicht von schlechten Eltern, klar. Aber ich habe ihn hinter mir laufen gehört und er verteilt nach vorne einen Headshot. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das da oben sicherlich auch ein Pre-Aim-Spot ist für Menschen, die halt Agency viel spielen. Das ist so ein Spot wie halt auf anderen Maps auch, wo du gerne auch mal direkt einen Header reindrückst, ne? Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir hier elo-mäßig wahrscheinlich auf, also allerhöchstens DMG liegen. Eher ein bisschen darunter. Das ist jetzt hier, glaube ich, mein 6. Spiel, mein 6. Matchmaking. Ich glaube, es waren alles Wins. Mal gucken. Wir werden es am Schluss eh sehen, wie ich eingerankt werde, also wie das Spiel mich so einschätzt hier. Und dann, werden wir das halt sehr kennen, ne? Aber dass die Gegner auch ständig da oben rausgehen, ist halt auch wirklich selber schuld irgendwie. Komm, mit der Tactic-Hat machst du nichts falsch. Damit machst du nichts falsch. Eben ist ein Mate von uns einfach so gestorben. Also. Ich weiß die Spots nicht so genau, wo man hier wie stehen kann. Ab wann man aufpassen muss, dass man getroffen werden könnte. Aber das, das war jetzt natürlich offensichtlich irgendwie. Das war auch nicht so klug, gegen den jetzt reinzukacken. Geh mal bitte gegen die Scout rein. Das würde mich jetzt interessieren, wie der Scouterich ihn jetzt wegholt oder auch nicht. War auf jeden Fall schon mal ein schöner Molly. Zu langsam. Zu langsam. Ich werde mich die Runde jetzt mal im Speziellen aufmachen, ein bisschen rumzuschleichen und zu gucken, wie mich halt die Leute finden. Und wie schnell
und hart sie mir dann in die Fresse ballern. Ich werde dafür hier hinten reingehen. Aua, danke für den Headshot, what the fuck. Und da drüben mal ins Klo reingehen. Ich weiß nicht, ob mich die AWP da sieht, wenn die da oben steht, wahrscheinlich. Oh, nö. Jetzt warte ich hier mal kurz, report den einen. Da oben habe ich eben den Gegner gesehen, er mich also noch nicht, okay. Da oben läuft einer. Oh, Gottes Willen! Was sagen, jetzt wissen alle, wo ich bin. Ja, ich hätte zuerst den da oben killen sollen, ne? Ich habe kurz eine kleine Rübe gesehen. Weil der rechts war ja komplett unachtsam. Mach ich das jetzt einfach nochmal? Ich gehe da immer mit der Scout hin und gucke, dass ich den da oben ausräuchere. Er bunnyhoppt hier. Das sieht nach einem Bunnyhop aus. Und das wiederum nach Scheiße. Mir ist im letzten Livestream auch wieder aufgefallen, dass ich hier auf jeden Fall zwar sicherlich ganz gute Daten sammeln kann in Bezug auf einen neuen Account und so weiter und so fort, aber dieses Experiment ist ja eigentlich auch nicht richtig aussagekräftig, da ich diesen Account ja auch nicht behandle wie einen echten Account. Ne? Also es ist ja eher, oder ich behandle ihn ja eigentlich wie einen Smurf-Account, weil ich auf diesem Steam-Account nichts anderes habe. Normale Spieler, die sich jetzt, sagen wir mal, einen brandneuen Steam-Account machen oder vielleicht einen haben, aber halt noch nie CSGO drauf gespielt haben, die werden ja alleine schon Trust-Faktor-mäßig ganz anders angefasst als ich. Das ist sicherlich nicht so gut. Oh. Ach, hinter mir war ein Feind. Ich müsste eigentlich, um ein Ergebnis zu erzielen, das man werten kann für normale User, den Account auch aufbauen. Die Level hocharbeiten, weitere Spiele kaufen. Also das, was man halt mit dem Steam-Account macht, ne? An ihm arbeiten oder mit ihm, man benutzt ihn halt, ne? Man ist aktiv und macht damit ja nicht nur CSGO, sondern auch andere Sachen. Das ist natürlich nicht so gut. Also für dieses Experiment eben. Weil es wahrscheinlich niemanden gibt, der halt wirklich einfach nur einen Steam-Account macht mit Counter-Strike drauf. Und falls doch, ist er wahnsinnig. Wie man hier merkt, hoffentlich, ne? Achtung, der kommt jetzt gleich da hoch. Wir gucken kurz, ob er mich erwartet. Mhm. Also wir haben hier einmal Warlock bei ihm. Aimbot. Dann hat war das Colzi? Der andere, der Plagenkerl, dieser Ugly Creepy, hat auch ein Aimbot. Unser Semulkia hat einen Aimbot. Edward Smurf ist, nehme ich an, wirklich ein Smurf. Er möchte auch die ganze Zeit gekickt werden. Wir haben ihn gekickt. Und dieser andere, Ninja Sushi, der ist auch nicht begeistert, weil er die ganze Zeit vom Dach springt. Also ich nehme an, der ist, ja. Soll ich das auch kicken lassen einfach? Ob sie mich vielleicht auch einfach kicken? Oh, nice. Schön! Ich will euch hier ganz kurz das zeigen, was ich eben angesprochen habe. Und zwar ist dieser Steam-Account... Also das könnte ein Hacker-Account sein, ne? Wenn ich das Trust-System wäre, gucke ich den Account an und sehe, da ist ja gar nichts, ne? Da ist ja nicht mal ein anderes Spiel. Der hat sich auch kein Prime gekauft. Der hat untrusted in den Startoptionen, also hier diese Third-Party-Software. Das habe ich ja alles auch an, ne? Damit ich mit OBS aufnehmen kann. Ihr kennt das Problem, ja? Das heißt, mein Account wird so oder so extrem schlecht getrustet, ne? Also ich werde den knalligsten roten Trust-Faktor bei jedem haben, mit dem ich spiele, weil es schlechter wahrscheinlich kaum geht. Also realistisch ist dieser Steam-Account wahrscheinlich nicht. Ich kenne zumindest keinen echten User, Steam-User, der so einen Steam-Account hat. Also der wirklich mit diesem Steam-Account spielt und ihn sein eigen nennt und sagt, das ist mein einziger Steam-Account, mit dem spiele ich und da habe ich alles drauf und so. Sowas gibt es nicht. Jeder hat ein paar Spiele, ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel sich meinen Main-Account anschaut, das ist natürlich schon komplett anders. Schaut euch mal die Zahlen an, ne? Also das Trust-Faktor-mäßig stinkt natürlich dieser Account komplett ab. Also er hat gar keine Chance. Hier wird es, das sage ich jetzt einfach mal voraus, erst dann wirklich was werden, das werden wir alles ertesten, wenn Prime da ist. Also erst dann können wir vielleicht eine Verbesserung feststellen. Wir hatten zwar schon ein Spiel, in dem wir niemanden bemerkt haben, der gehackt hat, aber 1 von 6 ist halt auch heftig, oder? Wir haben bis jetzt 1 gehabt, das cheaterfrei war. Und 5 verhackte. Naja, der Plan ist folgender. Ich werde jetzt Vertigo und Anubis drin lassen, aber ja, eben auch noch Newkin zuschalten und dann noch Train. Das halt so ein paar, dass es schneller geht, dass wir schneller zum... Also ich habe ja vorhin 7 Minuten gesucht, das war ein bisschen krass. Weiter geht's. Achso, und der Kick eben war, denke ich, auch nicht gut. So für den Account einfach, ne? Wenn man gekickt wird, ist ja meistens eher aus einem negativen Grund, also weil man negativ auffällt. Muss man mal gucken. Und natürlich habe ich auch alle reported. Selbst den, der mich 2-mal geneift hat, den habe ich auch reported wegen Griefing. Was soll das, ne? Warum muss der mich neifen? Ist der Dirm oder was? Aber ich meine, das Mofa-Schien, hey. Das ist mir übrigens noch nie passiert. Das jetzt von gerade eben, ne? Noch nie. Also, dass ich mich kicken lasse oder lassen musste. Ich wurde, glaube ich, noch nie gekickt. Doch, ich wurde einmal gekickt. Einmal wurde ich gekickt. Aber sonst
nicht. Also mit meinem Main-Account damals. Ich würde gerne so eine richtig große Analyse machen und schauen, wie sich die Hacker, auf die ich bis jetzt getroffen bin, wie sich das verhält bei denen mit dem Alter, also wie alt die sind und welche Zugehörigkeit sie angehören, aus welchem Teil der Welt sie kommen und welche Sprache sie sprechen. Und dann gucken, ob man möglicherweise bei gewissen Altersklassen oder in gewissen Bereichen der Welt eher Hackerform, also auch noch natürlich noch Geschlechter obendrauf, ob man da was einreihen kann. Ob man grundsätzlich sagen kann, dass junge Leute, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, eher cheaten oder hacken eben als Erwachsene. Dass das junge Leute eher machen als ältere. Ich hätte gerne mal so einen kompletten Datenstrom, wo das alles drin steht. Wobei wir direkt bei der nächsten Frage fürs kommende Giveaway hier im Video wären. Und zwar, glaubt ihr, dass es so ist, dass eher jüngere hacken? So im Großteil oder im Schnitt? Oder sagt ihr eher die Älteren? Und mit alt meine ich jetzt, ich sag mal, alles so 25 aufwärts und jüngere eher alles unter 25. Ich sag da einfach schon mal meine Idee. Ich denke auch, also so wie ich es zumindest auch kennengelernt habe, sind es eher die jungen Leute, die reinschieten. Aber vielleicht hat jemand andere Erfahrung gemacht. Kann sein. Ich glaube, wir werden gar nicht voll, ne? Bei denen fehlt alles noch einer. Also wenn das nicht voll wird, wird die Aufnahme nicht ewig dauern, oder die Waldfee? Holla die Waldfee. Und es fühlt sich einfach jedes Mal an wie, als wenn du, ich weiß auch nicht, in irgendeinem Slum auf den Strich gehst. Weißt du, mit ohne Gummi. So, ja, jedes Mal reinsuchen. In den absoluten Sumpf. Und es scheint so, als wenn er nicht dazukommen würde, der Gegner. Schade. Huh! Oldtimer, hey! Gut, ich will jetzt nicht Jahrtausende suchen, um hier jetzt nochmal eine richtige Geschichte aufnehmen zu können. Deswegen nehme ich einfach alles mit rein. Und gucken, was passiert. So Leute, kleine Wette, ohne auf den Chat zu gucken. Glaubt ihr, wir haben hier russische Namen im Spiel? Das Spiel muss ich jetzt echt machen, Leute. Ich muss es fertig machen. Ich hoffe, dass alle kommen. Wow. Alter Falter. Mate. Es sind alle da. Wir machen direkt noch einen kleinen, aber feinen Test. Hab mein ganzes Team gemutet. Das reicht mir schon. Okay. Also das sind natürlich komplett, ne, witzlos dann, so ein Spiel auszuspielen. Und wenn ihr dir dann, was ja fast noch schlimmer ist, überlegst, dass Leute Cheater sehen, wo gar keine sind und dieses gleiche Gefühl haben. Also, ne, sich sagen, ich habe gar keinen Bock zu spielen, weil ich Hacker im Gegnerteam habe. Dabei sind überhaupt keine Hacker im Gegnerteam. Das ist ja fast doppelt eklig. Hier merkt ja das gesamte Team, dass da, also dass wir komplett eingerissen werden, ne? So zieht man sich dann einfach, ohne großartig nachzudenken, den gesamten Spielspaß raus. Guck mal, haben wir hier einen Spinny, Body, Boy? Ne, er hat einfach nur nach oben geschaut, glaube ich. Ah ja, sehr gut, Männer, sehr gut. Ich drücke derweil schon mal die Sachen rein. Bei denen war ich mir jetzt sicher, was sie haben. Beim Rest bin ich mir nicht sicher. Also das hier könnte... Also ist auf jeden Fall Aimbot, aber vielleicht auch ein Wallack. Ich mache jetzt hier nur Aim, weil ich nicht weiß, ob er da auch reinwallt. Ich glaube, bei mir im Team hat niemand was an, beziehungsweise wir hatten halt auch nicht die Chance, irgendwie was dementsprechendes zu zeigen oder halt sehen zu können. Weil sich hier meine Boys eigentlich nur im Kreis drehen oder halt Tic-Tac-Toe spielen. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch diesen Ebebab-Kanner-Dödel rauspimmeln kann, den ich mich hier hinstelle. Mit viel Glück kommt er zuerst und aimt mich halt sofort ab. Dann können wir eben hier auch so ein bisschen, ja, noch Wallhack unterstellen. Von rechts kommt schon einer. Der aimt mich schon an, man hört's, ne? Ja, er hat mich zuerst gesehen, aber es ist er, ne? Ne, ist er nicht. Schade. Wir hatten die AWP. Mal gucken, wer die AWP hat. Achtung, schaut meinen Killfeed. Ja, der Epipub. Also ich meine, dass er mich eben schon angezoomt hat, um dann langsam um die Ecke zu gehen. Also wir gucken nochmal ganz kurz. Wir gucken nochmal ganz kurz bei dem. Aha, okay, gut. Der sieht mich überhaupt nicht. Dann hat er keinen Wallet. Sehr schön. Oder er hat ihn nicht genutzt in dem Fall, ne? Aber sowas ist eigentlich dann doch ziemlich easy. Ich gehe mal bei uns in die Appartements rein und schauen, wer mich da zuerst findet. Der hat beide gekillt. Wer lebt denn jetzt noch? Also die anderen beiden hacken wahrscheinlich nicht, ne? Also von daher... Kann man da nicht allzu viel testen. Ja, der hat mich auch nicht... Also, wie gesagt, die beiden sind komplett clean. Da haben wir die auf dem Schirm gehabt. Könnten wir sogar noch eine Runde gewinnen, ne? Oh, er hat den sogar geholt, nice. Ich gehe jetzt nochmal ins Haus rein, versteckel mich. Und danach werde ich Surrender mal anfragen. Ah, ja, ne? Also man merkt, Noobmaster, der ist noch oben in City Apartments. Der riecht alles, ne? Der weiß, wie der Hase läuft. Jetzt hör mal auf hier mit der Kickerei, sondern lass einfach mal Surrender anvoten. Bitte. Dass wir alle die Ruhe haben. Voting, Surrender. You cannot surrender until the team... Da ist doch einer weg! Ich muss doch surrendern können! Du kannst nur surrendern, wenn jemand geht? Mit Bene, das ist denn das?
Man sollte doch grundsätzlich aufgeben können oder zumindest anfragen können, ob man aufgeben möchte. Letztens im Stream, du kannst einfach kein Matchmaking spielen, weil dieses Untrusted-Kack andauernd angeht und es sagt, du kannst doch nicht. Bist du sicher, dass du... Ja, Noobmaster, ich weiß, dass du mich sehen kannst. Du verschissener Affe. Aber wisst ihr, was ich mal wieder machen könnte? Ich könnte einfach mal wieder des Testes halber auf meinen Main-Account reinsuchen, Solo-Queue, Matchmaking, und auf meinem zweiten Account. Der zweite Account hat auf jeden Fall auch einen deutlich schlechteren Trust-Faktor als mein Main, aber natürlich nicht so schlecht wie dieser hier. Da ist ja noch einer. So hätten wir also drei Stufen. Ich kann euch mal ganz kurz den Account zeigen. Also mein zweiter Account, da haben wir einmal, wie gesagt, den dritten hier. Ne? Dann haben wir... Achso, habe ich den hier überhaupt? Dann muss ich kurz über die Gruppe gehen, Moment. Übrigens, kommt alle in die Steam-Gruppe, die Dumbabler. Ne? Member... Frauenarztbesucher. Ah, der ist wieder doch schon da oben. Also das hier ist mein zweiter Account. Der ist natürlich schon ein bisschen besser aufgebaut. Der ist schon 3 Jahre alt, ne? Da ist mehr Konsistenz drin und dran. Da gibt es auch immerhin 3 Spiele. Und ja, der ist halt insgesamt, alleine schon, weil er älter ist, natürlich schon besser gestellt als der andere. Und da ist übrigens, Leute, da ist übrigens das aktuelle Livestream-Giveaway-Knife drauf. Ja, ich könnte da mal einen Test machen, ne? Jetzt im direkten Vergleich von dem Account hier zum zweiten, übrigens leckt es hier gerade irgendwie. Fazit nach 6 Tagen. Ein wirklicher Krampf. Also es ist wirklich ein Krampf. Wenn dein Steam-Account komplett bei 0 ist, schlimm. Zum Glück trifft es auch viele nicht zu, dass ihr Account nur Counter-Strike enthält und das war's. Und dann am besten noch nur 30 Stunden oder was ich da habe. Keine Ahnung. Kann ich ja mal geschwind nachgucken, was ich auf dem Steam-Account jetzt an Stunden habe. 14. 14 Stunden Counter-Strike. Ja. Ist natürlich nichts. Naja, komm, machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an meine Patreons und Kanalmitglieder. Richtige Goldstücke. Das sage ich direkt. Richtige Goldstücke. Mua! Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns dann morgen. Nee, heute im Livestream 18 Uhr. Und ja, morgen im nächsten Video. Na gut, morgen wird wahrscheinlich keins kommen. Aber halt dann die Tage. Haut da rein. Vielen Dank für alles. Later.